So, bei der Arena angekommen, geht es weiter hier im Text. Schauen wir mal, was die Arena so zu bieten hat. Okay, sie ist immer noch gleich aufgebaut wie vorher. Elektro-Arena. Ich habe mich jetzt nicht wirklich geheilt. Ja, Lunara kann eigentlich den Anfang machen. Okay, ich glaube, wir kommen nicht daran vorbei, gegen den Trainer anzutreten. Nee, wa? Nee. Schnell vorbeischmuggeln? Nein, keine Chance. Mein Herz brennt vor Leidenschaft. Deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! Na dann, lass mal rocken. Im wahrsten Sinne des Wortes, Gitarrist. Ein Magnetillo. Früher hätte ich gesagt, oh shit, Magnein ist eigentlich eine Kackwahl, weil Magnein nichts auf dem Kasten hat. Aber Typ Stahl hat seine Resistenz gegen Typ Unlicht ja verloren in dieser Generation. Deswegen können wir einfach zubeißen. Feuerchaka. Ich glaube, ich gehe nach dem Kampf doch nochmal kurz wohin. Ich finde Paralyse so schrecklich. Das ist so... Ist halt so random und das geht mir ziemlich auf den Keks. Vor allem, wenn man dann noch langsamer als sein Gegenüber ist. Das mag ich überhaupt nicht. So. Ein Fritzelblitz. Wenn die mir zu sehr auf die Nerven geht, ganz ehrlich, dann verwende ich ein Feen-Pokémon. Feen-Pokémon, sage ich schon, unser Pikachu. Pikachu hat Voltabsorber, sage ich schon, Statik und absorbiert damit jegliche Elektroattacken auf sich. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. So, ich ziehe jetzt nochmal ab. Ich gehe jetzt erstmal und hole mir ein paar Paraheiler. Kommen wir hier nicht raus? Oder so? Nee, war weiter rechts, wa? Weiter rechts. Genau. So. Das ist irgendwie seltsam mit dem Poké Center, wollte ich schon gerade sagen, mit den Supermarkt da. Naja. Kaufen wir uns nochmal ein paar Bälle. Ach, so viel habe ich schon gar nicht verpulvert. So. Tränke brauchen wir nicht. Paraheile würde ich halt gerne jetzt ein paar haben. So, Gegengift bräuchten wir auch nochmal welche. So. Top, 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 top. Dann heilen wir uns eben hier die Paralyse schnell im Pokécenter. So. Ich bin immer noch am Überlegen, was wir als nächstes Pokémon reinnehmen. Irgendeins, was gut gegen Pflanzen-Pokémon ist. Eventuell noch gut gegen Kampf-Pokémon. Das wäre mein Ziel. Oder hätte die höchste Priorität, meine ich. So. Jetzt sind wir besser gerüstet. Ach, jetzt muss ich jetzt schon wieder die Schalter drücken. Klack. Klack. So. Okay, an dem kommen wir auch wieder nicht vorbei. Diese Arena gibt es Knobelaufgaben zu knacken. Macht's Spaß? Macht Spaß, oder? So rum. Dum, 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 da, dum, dum. Quetzelblitz. Los, Nudara. Bedroher. Na gut, dann gibt es jetzt Angeberei. Nein, natürlich Biss. Stimmt eigentlich, ich kann ja sogar gegen das Magneton vom Arenaleiter Standpauke machen, um den seinen Spezialangriff immer weiter zu drosseln. Das wird alles wunderbar funktionieren. Warte mal, wenn ich dann nochmal drauf drücke, geht das ja hoch wieder. Warte mal. So, wenn ich das jetzt so mache. Ja, da komme ich einfach wunderbar durch. Und ich habe was vergessen. Ich habe ja gesagt, ich mache den EP-Teiler hier an. Naja, egal. Ist jetzt auch egal, ich hab's verpeilt. Da muss ich halt mit den Konsequenzen leben, wenn mir die Erfahrungspunkte hier so ein bisschen fehlen sollten. Aber ich denke, momentan sind wir vom Level her noch relativ gut. Aber es kommt auch darauf an, wie viel Pokémon halt jetzt im Training hat. Ich habe jetzt momentan 3 und
Mary kam direkt mit Level 20 schon rein. Von daher, ja. Walzer. Sollte einfach wenig Schaden machen, weil er doch Bedrohung schon auf sich drauf hat. Ah, Dankeschön. Fotoball ist auch cool. Nee, danke, Frühling. Aber trotzdem. Du wirst eh nicht mehr lange drin bleiben. Noch ein Volta-Ball. Ich glaube echt, ich nehme hier sogar zwei Elektro-Pokémon. Ich habe echt Bock auf den Volta-Ball oder beziehungsweise Elektro-Ball zu trainieren. Weiß auch nicht warum. Ah, das steht noch in den Sternen, sagen wir es mal so. Los, komm, Standpauke. Funkensprung. Aua. Badabum. Das war's. Naja, weiter geht's. Komm. Das hätten wir auch geknackt. Achso, das war's schon. Na gut. Dann stehen wir jetzt vorm Arenaleiter. Warte mal, können wir vielleicht noch einen Trank einfach mal verwenden? Wir haben ja noch was, oder? Natürlich haben wir noch einen Trank. Und Fussel, natürlich. Dir nehme ich gerade mal das Item ab. Was hast du für uns diesmal Schönes gefunden? Item nehmen. Einen Trank. Haha, praktisch. So. Wie hieß denn der nochmal? Norman? Norbert? Irgendwas so? Oder bin ich da jetzt ganz falsch? Na? Ich stehe da. Huch. Wie hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Ja. Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst? Haha. Das ist ja mal ein Ding. Wo der Umbau jetzt vom Alben vorgegessen ist, kann ich mich da voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleinen Maschinen zu bauen. Und mit jungen Trainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ach, Walter. Okay, wo habe ich denn die anderen Namen her? Okay, der eine ist der Vater, oder? Walter. Ich bin Walter, der Arenaleiter von Malvenfrost City. Und dein Pokémon... Dein Team macht sich besser mal schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Na, ha, 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 ha. So, Walter. Naja. Denn seine Animation fand ich jetzt nicht so... Nee, egal. Na komm, Magnetillo. Los, Lunara. Passt schon. Wir machen direkt mal Standpauke. Wir nehmen den mal so ein bisschen Wind aus den Segeln. Donnerwelle. Weißt du, was ich davon halte? Beutel. Statusmittel. Because I can. Ganz einfach. Voltwechsel. Stimmt, da hat er jetzt eine andere Spezialattacke, kann das sein? Komm, hol mal dein Magneton raus. Voltoball. Na gut. Machen wir weiter Standpauke einfach. Ladevorgang. Wir haben... Au! Das ist... Okay. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Booste deine Spezialverteidigung. Und deine nächste Elektroattacke wird halt stärker, die er ausführt. Voltwechsel. Aber es stackt halt nicht. Es wird nur einmal stärker. Er kann jetzt nicht 18 Mal Ladungsstoß sich laden und danach zuschlagen. Das funktioniert nicht. So. Ja, Fussel, Level 11. Natürlich darfst du kopflos erlernen. Bitteschön. Wunderbar. Okay. Ja, wir wollen mal wechseln. Mary darf man übernehmen. Da kommt er nämlich nicht mit Volt wechseln. Da können wir mal ganz kurz Lunara in den Hintergrund heilen.
kannst Mary weder paralysieren noch mit Elektroattacken angreifen. So, wir haben nämlich noch einen Trank, den wir gekriegt haben. Und den darf Lunara haben. So, Ladevorgang. Na denn? Komm, wir machen einfach mal Offenlegung. Because I can! Bob ist ins Gesicht. So. Voltoball geht down. Lunara erreicht Level 22. So. So, und Magneton. Jetzt will ich hier mit Lunara Rache machen. Von dem, was beim allerersten Mal, wo ich versucht habe, mit Magnein durchzuspielen, nicht funktioniert hat. Versuche ich jetzt hier nochmal. Mit Rohr. Bitteschön. Standpauke. Brabberar. Spezialangriff sinkt. Superschall. Und nochmal. Na, dein Spezialangriff wird immer schwächer und schwächer. Und tschüss. Oder? Ja. Volltreffer. Das war deine Rache, Lunara. Viel Spaß damit. Mary erreicht Level 23. So Doppelteam zu lernen. Was kannst du noch eigentlich in deinem Movepool? Nee, dann bleiben wir doch dabei. Nein, nicht erlernen. Dankeschön. Frühling erreicht Level 14. Fussel erreicht Level 12. Coole Augen. Nee, danke. Trotzdem. So. Haha. Die Niederlage habe ich verdient. So. Du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier hast du deinen Orden. Ein Dynamo-Orden, oder? War das anders da? Genau, Dynamo-Orden. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon die Attacke Zertrümmer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Ab jetzt gehorchen ja außerdem alle Pokémon bis Level 40, selbst wenn sie von anderen Leuten erhalten hast. Und hier hast du noch ein kleines Extra. Eine kleine Besonderheit. Nimm's ruhig. Voltwechsel! Eine schöne Attacke zum Auswechseln. Mag ich auch sehr gerne. Ein Pokémon, das Voltwechsel eingesetzt hat, kehrt sofort nach dem Angriff in seinen Pokéball zurück. Und wird durch ein anderes Pokémon in deinem Team ersetzt. Junges Gemüse mit Talent sieht man hier viel zu selten. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn plötzlich jemand da im Format vor mir steht. Dankeschön. Dann gehen wir mal raus. Okay, Strom ist deaktiviert. Okay. Damit hätten wir die Arena abgeschlossen. Mein nächstes Ziel wäre es jetzt erstmal, das Fahrrad auszurüsten. So, Allrad. So, dann haben wir es schon mal. Achso. Wow! That speed. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg hier. Ich will mal gucken, wie es mit der Pension aussieht. Oh. Hallöchen. Ich bin der Pensionsleiter und kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wie sieht's denn von innen aus? Ist da die Dame dann? Ach ja. Sieht man hier wieder Pokémon rumhampeln? Nö, leider nicht. Das ist ja schade. Ui, das haben sie jetzt schöner gemacht. Ja, Tatsache. So, da machen wir mal ein paar Doppelkämpfe, hä? In der Schule gehe ich in die Klasse über ihr. Als die Ältere darf ich keine schlechte Figur haben. Figur abgeben. Haben. Ich bin die Jüngere. Zusammen sind wir einfach unschlagbar. Okay, Geschwister. Jetzt, wo ich die nur nebenbei sehe, muss ich an Honoka und Nagisa denken. Na, egal. So. Makuhita und Zickzacks. Lunara und Mary. Mir fällt gerade auf, wir haben mehr weibliche Pokémon als männliche Pokémon in der
kompletten Aufstellung. Okay. Du kümmerst dich mal ein bisschen um Zickzacks und du, Mary, hilfst mal kurz Lunara und machst mal dieses Kampf-Pokémon unschädlich. Dankeschön. Gut gemacht, Mary. So, Lunara. Ja, ich mach den EP-Teil halt gleich aus. Was war denn das für eine Attacke? Was bringt die denn nochmal? Kriegt das hier. Trägt das Ziel gerade kein Item? Weiß ich. Erhält. Erhält es in. Okay. Warum nicht? Kannst du ruhig haben. Ich stand mal dafür weg. So. Na komm, Lunara. Das machen wir und danach kann man den EP-Teil ausschalten. Jetzt haben wir den einen Trainer, den ich da jetzt übersehen habe, weggemacht, aber ja. Da ist die Laubklinge. Die erste physische Pflanzenattacke. Die ich aber nicht beibringen werde. Wenn ich mein Gewaltrot dennoch speziell spielen möchte. Nee, jetzt ist okay. Ich habe genug Attacken gelernt jetzt. So. Okay, jetzt machen wir aber mal den EP-Teil aus. Jetzt habe ich das eine wieder weggemacht. Was kämpfst du? Ich habe eine Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich wieder abgeholt habe, kannte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Oh, jetzt habe ich es aus dem Deck gedrückt. Nee, egal. Na du? Kann man dir helfen? Ich bin zwar mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem schnell kämpfen. Na gut. Lasst uns kämpfen. Triathlet. Mit Dodo. Stimmt, die hatten immer Dodos. Da gab es ja noch einen auf der Route mit Dodo. Okay, Lunara. Du darfst. Jetzt darfst du doch mal deinen Donnerzahn wieder einsetzen. Es wird mal Zeit, dass ich einen Magneten kriege oder so. Eine Elektrotafel oder so. Dass ich das mal ein bisschen boosten kann, damit die Attacke mal 20% mehr Stärke hat. So, okay. Damit wärst du schon mal down. Gut, dann schauen wir mal weiter. Okay. Ich werde dich überprüfen, ob du dein Pokémon-Team auch richtig trainiert hast. Oh je, war das nicht die so viele Pokémon hat? Oh ja. Das war die so viele Pokémon trainiert hat. Wingull. So, dann schauen wir mal Donnerzahn. Und Wingull geht zu Boden. Oh je, das wird ein langer Kampf. Gibt zwar schöne Erfahrungspunkte, aber das sind immer so viele Pokémon, die man noch im Stück hat. Dabei sind sie nicht mal wirklich dann extreme Herausforderungen. Zack, zack und tschüss. Oder? Nein, es hat überlebt. Aua. Aua. Ich dachte schon, ich krieg noch eine Schelle. Ich glaube, sollte mal Angeberei machen, dann macht Indico mehr Schaden. So. Indico hätten sie doch auch zu einer Fee machen können, oder? Knüls. Nö, nö, wir bleiben schon so. Ach komm, Lunara. Beiß einfach zu. Stachelspore. Ja, super gemacht, Lunara. Oh, nochmal, komm. Ich hätte Standpauke jetzt machen können. Und genau deswegen sage ich, ich hätte einen Standpauke machen können. Mit dem ich sporen wird. Ich komme, ich bleib drin. Das kleine bisschen schaffen wir jetzt auch noch. Obwohl, ich kann ja einfach mal einen Beutel schwingen. Statusheilmittel. Ich habe ja extra so viele Paraheiler gekauft. Du solltest du dann nicht einsetzen. Dankeschön. Charme. Ist sowas, was ich nicht mag. Ich hasse dich dafür. Standpauke. Wisst ihr was? Ich wechsle aus. Ich hab da keine Nerven mehr zu. Komm mal her, Dice. Übernehm mal bitte.
Boing, boing, boing. Dieses kleine Azurill. Ich finde es echt süß. Blub, 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 blub. So. Ach komm, Gigasauger. Das Azurill hat schon einiges auf dem Kasten. So, gut gemacht. Na, mal gucken, was du noch so auf dem in der Hinterhand hast. Goldini. Oh ja, können wir ruhig drin bleiben. Goldini, das kleine Wasser-Pokémon. Das einzige Pokémon von Typ Wasser, was damals in den ersten Generationen Schnabel von alleine gelernt hat. Das ist Flugattacke. Knospi. So, Knospi, du bist mir eher ein Dorn im Auge. Ja, komm, Verfolgung, klatsch. Nassmacher, klatsch, klatsch. Das ist zumindest effektiv, da werden die Stärke Feuerattacken abgeschwächt bei Nassmacher. Wenn es ein Pflanzen-Pokémon einsetzt. Aber sonst ist Nassmacher eher wenig effektiv. So. Ja, ich habe mein Training offensichtlich gut im Griff. Das ist dir gut aufgefallen. So. Ah je, ein Käfersammler. Was früher einmal ein Käfersammler ist heute ein Käfermaniac. Was überall die Zeit sich nie geändert hat, meine Liebe zu den Pokémon. Achso, bist du ein Maniac? Nee, du bist ein Käfersammler. Nee, Käfermaniac, okay. Ninkara. Los, komm, Lunara. Wir rocken die Piste. So, und einmal Biss. Noms, noms. Und Ninkara geht mit einem Schlag down. So, Pudox. Das gibt schön viele Erfahrungspunkte. Wer soll sie kriegen? Ach komm, Lunara, du darfst sie haben. So, Pudox. Los, komm, Biss. Wäre das jetzt ein Competitive Match, hätte ich echt Angst um Lunara. Weil Pudox Käferattacken ist sehr effektiv auf Unlicht. Das wäre schon sehr, sehr arg in die Hose gegangen. So. Papinella. Ja, du kannst ruhig bleiben. Oh, gegen Papinella können wir sogar Donnerzahn machen. Das hat ja Typ Flug noch bei sich. Und zack. Ich will immer noch den Magneten haben. Und tschüss, Papinella. Level up. Wir erreichen Level 24. Och ja, die Defensivwerte gehen eigentlich Gewissheit. So, da wollte ich mir nochmal den Effekt durchlesen. Bevor ich das jetzt einfach so weghau. Hat das Ziel während der Runde schon Schaden genommen, wird die Kraftattacke verdoppelt. Genau, so war das. Ja, ich muss den gerade überlegen. Ich mach mal Biss weg und nehme Gewissheit rein. Auch wenn das weniger AP hat. Passt schon. Aber wenn wir schon mal Schaden kassiert haben, macht das mehr Schaden. Das ist auch praktisch. So, kämpfst du auch, Kleiner? Die Luft ist so frisch. Oh. Hier ist ein Pokémon. Oh, da. Na, komm her. Na, komm. Wen haben wir denn hier? Oi, ein Illumisee. Ein Käfer-Pokémon. Bin schon mal gespannt. Standpauke? Ich hoffe, das hältst du durch. Aua. Komm, das hältst du durch. Ja, okay, das reicht mir schon. Ich denke mal, wir können es dennoch fangen. Jetzt bräuchte ich Netzbälle. Das wäre mir eine große Hilfe, aber muss nicht sein. Was ich auf jeden Fall mir... Netzbälle will ich mir auf jeden Fall holen, sobald wir in die Wasserregion kommen. Damit ich dann die Wasser-Pokémon leichter fangen kann. Also auf jeden Fall will ich ein Eis-Pokémon im Team haben. Da kommt nichts drum herum. Ja, ich bin am überlegen, ob ich jetzt, wie ich das mit meinem Team aufteile, weil ich muss ja ein paar VMs eigentlich verteilen dann. So, genau. Illumisee. Ich frage mich, ob da jemand an dieses Pokémon gedacht hat.
Nein, Illumisee hat keiner von euch einen Spitznamen parat gehabt. Tut mir leid, Illumisee. Du bist einer der Namenlosen. Nö, ich habe jetzt gerade nur durchgescrollt. Kein Spitzname für Illumisee. Schade. So. Ich hoffe, ich schaff's noch in die nächste Stadt. Ei, da haben wir den Superball wieder, den wir gerade verballert haben. So. Na, was kommt? Okay, Volbeat. Haben wir gleich das Gegenstück zu Illumisee. Bedroher. Angriff von Volbeat sinkt. Los, komm, Standpauke. Na gut. Na, dann fangen wir dich mal zuletzt an das Item Einsatz. So. Dann hätten wir Volbeat. Ich denke mal, wenn Illumisee nicht drin ist, habt ihr, denke ich mal, Volbeat auch jetzt nicht als euren Favoriten. So. Nein, Volbeat ist nicht in der Liste. Natürlich. Tut mir leid, Volbeat. Wir haben keinen Spitznamen für dich. So. Kämpfst du? Du kämpfst nicht, oder? Was meinst du? Sind die Blumen nicht wunderschön? Hübsch? Ich habe alle selbst gepflanzt. Süß. Ach, hier hinten geht's weiter. Oh. Funkkiefernied. Dankeschön. Okay, du hast nochmal so ein Tausende von Pokémon und da oben ist noch ein Item. Oh. Oh. Nee, da ich höre schon, welches Pokémon das ist. Das habe ich schon. So. Was ist noch irgendetwas Besonderes? Ich hole mir erstmal das Item. Will ich das haben oder nicht? Na kommt. Ich schau mal nach. Na, Illumisee. So, ich glaube, ich renne aber gleich nach Wiesenflur durch. Und erspare ich den einen Trainer. Mal gucken, was du jetzt machst. Wachstum. Ich glaube, das ist deine spezielle Attacke, kann das sein? Naja, egal. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Nun gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt schnell auf Wiesenflur. Dich lasse ich jetzt mal beiseite. Die schule ich einfach gleich mal schnell nach. Offscreen. Wegen den drei, zwei Pokémon mache ich jetzt keinen Geschiss. So. Gehen wir wieder. Ach, statt schon, hier hebt sich jetzt wieder die Kamera oder so. Ich glaube, das war. War das das Heiko-Haus? Heiko. Cool. Ist auch Heiko da? Nee, irgendwie nicht. Ist ja schade. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's von mir für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, aber den Trainer mach ich offscreen, den Mann. So. Also, das war's von mir für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.